Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zum endgültigen Test zum Zotac ZBox ID 45 Plus Mini PC und Teil 3 der Videoreihe. Heute klären wir, ob das neueste ZBox-System mit einem Core i3 Prozessor und der Nvidia GeForce GT650 wirklich sein Geld wert ist oder nicht. Alle bisherigen Modelle der ZBox-Generation hatten immer eine Onboard-Grafikkarte verbaut. Das neueste Modell, das ich jetzt testen durfte, hat eine eigene Grafikkartenlösung mit der Nvidia GeForce GT640. Daher ist der PC auch ein wenig größer als die Vorgänger, aber trotzdem nicht überdimensional groß und bleibt auch trotzdem noch richtig klein, schick und handlich. Es gibt insgesamt zwei verschiedene Versionen von diesem Gerät. Ich habe die Plus-Variante getestet mit einer eingebauten 500 GB Festplatte und 4 GB DDR3 RAM. Die günstigere Fassung kostet dementsprechend auch weniger. Dabei muss man aber ohne die Festplatte und ohne den extra Arbeitsspeicher auskommen. Kommen wir nun zu den Komponenten im PC. Als Prozessor haben wir hier einen Intel Core i3 3227U Prozessor mit 1,9 GHz verbaut. Für die Kenner unter euch habe ich noch zwei weitere Details. Da wäre zum einen der L3 Cache mit 3 MB zu nennen und der Zwischenspeicher pro Kern im zweiten Level mit 256 KB. Was das Ganze wirklich in der Praxis und im Spieletest bedeutet, erkläre ich gleich. Noch ein nettes Feature zur CPU: Um Strom zu sparen, senkt der Prozessor ab und zu, wenn nicht benötigt, die Taktraten und die Spannung ab. Dadurch ändert sich dann auch die Lautstärke und es ist einfach angenehmer, dem PC, sagen wir, zuzuhören. Ein paar Details zur Grafikkarte: Die Nvidia GeForce GT640 besitzt 384 Shader-Einheiten und hat einen knapp 2 GB großen DDR3 eigenen Speicher. Weitere Details sind dann mal wieder was für die Experten, die ich jetzt aber nicht hier im Video nenne, sondern in die Beschreibung packe, weil es sonst ein bisschen den Rahmen sprengen würde und das generell halt nicht irgendwas ist, was jetzt alle Leute interessiert. Das erkläre ich dann einfach später im wirklichen Spieletest. Der Hauptgrund aber, wieso man sich nicht für eine Onboard-Lösung entschieden hat, ist, um einfach die CPU ein wenig im Bereich der Videobeschleunigung zu entlasten und es halt ein wenig auf eine eigene Grafikkartenlösung abzuwälzen. Im Design vom Rechner an sich hat sich zu den Vorgängern eigentlich nicht viel getan. Das Design ist weiterhin schlicht und schick und der blaue Ring beim Betrieb, der dann leuchtet, ist, finde ich persönlich, ein ganz nettes Gimmick. Die Maße betragen 188 auf 44 auf 188 mm, also trotz der eigens verbauten Grafikkarte immer noch ein ziemlich kleines Stück Technik. Auf der Vorderseite findet ihr einen kleinen USB-Anschluss, den Power-Button, die Klinkenbuchsen für Audio-Mikrofon, einen Kartenleser sowie eine Infrarotschnittstelle für eine Fernbedienung. Falls ihr euch dann wundert, was die zwei kleinen blinkenden Lichter zu bedeuten haben, die geben euch Bescheid, ob Festplatte und WLAN arbeiten. Auf der Rückseite findet ihr dann die beiden Antennenanschlüsse für Bluetooth und WLAN, zwei LAN-Ports, zwei USB-Ports, HDMI und DVI-Ausgang bzw. Eingang der Grafikkarte und der Anschluss für das Netzteil. Wer dann noch einen optischen Soundausgang benötigen würde, den bekommt ihr auch geliefert. Auf der Seite findet ihr dann noch einen weiteren USB-Port und ganz viele Lüftungsschlitze. Als Zubehör ist das Netzteil dabei, zwei Antennen, ein DVI-VGA-Adapter, das Montagematerial, um den Standfuß aufzubauen und eventuell das Ganze auch hinter einem Monitor dran zu basteln. Das ist alles nochmal eine Anleitung dann erklärt. Treiber und ein Guide sind natürlich auch mit dabei. Im Inneren versteckt sich dann noch eine 500 GB Festplatte von Samsung mit 5400 Umdrehungen pro Minute und einem Datendurchsatz von ca. 100 MB pro Sekunde. Da kurz zum Vergleich, die Vorgänger hatten da bei der Festplatte so circa einen Durchsatz von 70 MB pro Sekunde. Ein Nachteil des PCs und der ganzen Taktratenveränderung, die ich vorher ja doch relativ lobend erwähnt habe, im Bereich der Energieeffizienz ist leider, dass dadurch halt die Lautstärke vom PC ziemlich stark wechselt. Zwar ist das nur im Bereich von 37 bis 42 Dezibel, denkt man sich jetzt vielleicht als jemand, der das jetzt normal ist, merkt man gar nicht. Wenn man den PC aber wirklich in der Nähe von sich stehen hat, so wie ich jetzt gerade an meinem Tisch zum Beispiel, dann merkt man das schon, wenn sich das verändert. Und das ist dann doch ein wenig störend. Wenn man den aber dann hinterm Fernseher oder Monitor verbaut hat und man dann 2-3 Meter weg ist, dann merkt man es dann wirklich nicht und es stört auch nicht. Was man so in der Praxis merkt: Einerseits ist das wirklich ein richtig kleiner PC, der wirklich nicht im Weg umgeht. Das finde ich jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich das jetzt mal so erzählen darf, ganz praktisch. Ich habe auf meinem Tisch jetzt meinen Laptop stehen, daneben meinen Monitor. Ich habe normalerweise den Monitor auch am Laptop angeschlossen, um zwei Bildschirme zu haben. So habe ich jetzt eben auch den PC am Monitor angesteckt und ich habe einfach zwei Geräte, an denen ich gleichzeitig arbeiten kann.
was halt doch einfacher und praktisch ist als nur ein PC mit zwei Monitoren. Und dadurch, dass der PC wirklich so klein ist, so richtig schnell startet, ich glaube innerhalb von 15 Sekunden, wenn überhaupt, ist das Teil hochgefahren. Also da hat man wirklich ein sehr einfaches Arbeiten einfach damit, weil es geht nicht im Weg um, es startet schnell und ist einfach zu handhaben. Wie sich das Ganze im Bereich der Spiele darstellt, das interessiert euch wahrscheinlich am meisten. WoW habe ich am meisten damit gespielt, weil dann der Kumpel da war und da brauchte man halt doch ein wenig mehr Platz und da hat sich der PC eben ganz gut angeboten. Da hat man im normalen 25er Raid zum Beispiel für die Kenner unter euch bei der guten Grafikeinstellung trotzdem 50, 60 Frames pro Sekunde. Also ein richtig gutes Grafikergebnis. Wer zum Beispiel andere spielen möchte auf niedrigen Grafikdetails, kommt da auch ganz gut mit 40 Frames hin. Und halt bei relativ vielen Spielen der doch ein wenig älteren Generation, wenn man nicht unbedingt auf Ultra stellt, kommt man da auch ganz gut hin. Wer jetzt hier natürlich die neuen Kracher wie Battlefield 4 damit spielen will, ist da nicht so gut bedient, aber das sollte ja jedem dann auch relativ klar sein, dass es dann nicht unbedingt was wird. Aber wer eine, sagen wir mal, günstige und praktische Lösung finden möchte für die, sagen wir mal, für die Indie-Games da draußen, für die etwas älteren Spiele, der ist damit wirklich richtig gut bedient. Ich bin persönlich zufrieden damit. Das Geld, was ich jetzt hier habe, kostet 500 Euro. Im Vergleich dazu mein Laptop, der jetzt, lasst mich nicht lügen, anderthalb Jahre alt ist, hat damals 700 Euro gekostet. Und von der, ja, wie soll ich sagen, von der Leistung her sind die ziemlich identisch. Und da ist dann doch, finde ich, der PC, der eigentlich überhaupt keinen Platz wegnimmt, doch echt ein ganz gutes Pendant dazu. Und wenn man den zum Beispiel dann neben einen Fernseher stellt im Wohnzimmer oder in der Küche irgendwo hinter dem Monitor, den man stehen hat, verbaut hat, gibt es auch einige unter euch, die einen Fernseher haben oder einen Monitor in der Küche zum Beispiel, da geht das Ganze einfach nicht im Weg um. Und da ist der echt richtig gut zu nutzen. Dann nimmt man zum Beispiel noch eine Wireless-Tastatur, eine Wireless-Maus dazu und das Ganze kann man schon wunderbar nutzen. Zum Abschluss kann ich sagen, wer schon immer auf der Suche war nach einer günstigen Alternative zu einem riesen Desktop-PC oder zu einem Laptop, der nicht unbedingt mobil sein muss, der kann auf jeden Fall zum Zotac Zbox ID 45 Plus Mini-PC greifen. Wie gesagt, der Preis beträgt momentan 500 Euro. Dafür habt ihr aber auch schon eine Festplatte mit dabei und 4 GB RAM, die auf jeden Fall auch für ganz normale Alltagsbedürfnisse auf jeden Fall ausreichen, wenn ihr nicht gerade E-Sportler seid oder die High-End-Games spielen müsst. Also sei es jetzt Textverarbeitung oder sonstiges, wenn ihr nur im Internet surfen wollt oder Videos schaut oder was weiß ich, dann ist es einfach richtig gut zu handeln mit diesem Gerät. Also, wer dazu schlagen möchte, den kann ich es wirklich nur empfehlen. Ich habe Spaß mit dem Gerät. Es ist richtig handlich, man kann richtig gut damit umgehen und es läuft auch richtig flüssig und das ist eigentlich das Wichtigste bei einem PC. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Feedback zum PC und weitere Fragen könnt ihr mir gerne in den Kommentaren stellen, dafür sind die ja da und da können wir das Ganze noch ein bisschen näher und detaillierter diskutieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Hardware-Review oder bei den nächsten Daily News oder beim nächsten Test oder bei was weiß denn ich. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig schönen Tag noch und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, pfiat euch, ciao. Und Servus.